Tom Hanks is big. Und das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nie in seiner IMDb-Seite nachgeschaut, wie groß er wirklich ist. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er sich tatsächlich über 20 Kilo angefressen hat für seine Rolle in Castaway. Aber das ist, glaube ich, nicht die Form von Big, die wir für das jetzige Steelbook brauchen. Da geht's mehr oder weniger um das Kind im Mann, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht verwechseln mit dem Mann im Kind. Das ist dann etwas, das meistens vor Gericht endet. Hier ein wunderschönes Artwork auf dem Steelbook von 20th Century Fox. Hier mehr oder weniger schon bevor dieses Wort uns allen tatsächlich ein Begriff war, im gewissen Mondo-Stil gehalten. Was ich bei diesen Steelbooks immer wieder geil finde, ist, wie sich dieses Artwork dann auf diesem, naja, Quarter-Slip ist ein bisschen übertrieben, fortgesetzt hat, der eigentlich nur dazu dient, die Freigabesymbole und die technischen Informationen zum Film zu bieten. Hier auf jeden Fall eine der klassischen Szenen aus dem Film. Tom Hanks, der auf dem großen Klavier am Boden steht. Das Ganze natürlich mit hervorragendem Steelbook-Effekt. So ist der Titelschriftzug bzw. Tom Hanks Unterkörper sowie auch die Tasten grundiert, sodass diese den metallischen Steelbook-Effekt nicht durchlassen. Alle anderen Elemente, die stilisierte Wand und das Klavier allerdings tun das schon, sodass hier die Farbe Grau vorherrscht und das Ganze echt cool aussieht. Vor allem weil wir hier ein durchgehendes Artwork haben und das, was auf dem Frontcover beginnt, auf dem Backcover fortgesetzt wird. Das gefällt mir persönlich wirklich extrem gut und wurde auch gut umgesetzt. Und nachdem hier oben auf dem Backcover genug Platz war, stört es mich ehrlich gesagt auch gar nicht, dass hier dann die Cast and Crew-Angaben aufgedruckt wurden, weil irgendwie passt das bei diesem Steelbook ansatzweise dazu. Im Inneren haben wir dann natürlich dieselbe Szene, die auch für das Cover-Artwork verwendet wurde, auf der normalen Standard-Blu-ray und ein Film-Still, ein Bild aus dem Film, das etwas schärfer und kräftiger aussieht als bei einigen anderen Fox-Steelbooks, das allerdings jetzt trotzdem irgendwie für mich so eine Art Standard-Innen-Artwork ist, ohne dass es mich besonders beeindruckt, vor allem, weil der Stil von diesem Innen-Artwork nicht unbedingt zu dem Stil des äußeren Artworks passt. Trotzdem ist es, finde ich, eine ganz, ganz nette Sache, die man als Steelbook-Sammler und vor allem als Fan von Mondo-Artworks durchaus gerne in seiner Sammlung haben kann.